Endlich. Heute gibt es ein großes Geheimnis, das gelüftet wird, und zwar folgendes. Es gibt absolut geile Übungen für den Bauch. Super geniale Bauchmuskelübungen. Und wenn man die nur viel genug macht und oft genug mit wahnsinnig vielen Wiederholungen und endlich schneller Geschwindigkeit, legt man das Sixpack frei, weil man nämlich direkt am Bauch das Fett verbrennt. Ey, Freunde. Das wisst ihr doch ganz genau. Ihr wisst es doch. Viele wissen es doch. Aber nichtsdestotrotz, erstmal herzlich willkommen, Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Entschuldigung, wenn ich euch gerade ein bisschen aufs Glatteis geführt habe. Aber viele meiner Zuschauer, die wissen schon, das funktioniert so nicht. Leider ist es immer noch so, dass ein großer Anteil aller Fitnesstrainierenden genauso agiert. Vor allem Leute, die gerade jetzt einsteigen in den Fitness-Lifestyle. Das heißt, wir haben jetzt natürlich gerade wieder Anfang des Jahres. Das Bäuchlein ist ein bisschen gewachsen. So langsam aber sicher wird es draußen schon ab und zu mal ein bisschen wärmer. Ist ja gerade die Kälte, die Eiseskälte vorbei. Und schon denkt der eine oder andere darüber nach, demnächst kommt der Strand, Sommer, Urlaub. Ich muss unbedingt was für meinen Bauch tun. Und schon geht's los, sieht man überall in Fitnessstudios, zappelt die Menschen auf dem Boden und da wird unendlich viel Bauchmuskel gemacht in allen Varianten. Die wahnsinnigsten Übungen, da wird erklärt, wenn du diese Übung machst, der ist super verbaut, dann bekommst du einen brutal guten Bauchmuskel. Bei Instagram überall sieht man gerade alle möglichen verschiedenen Bauchmuskelübungen. Der Fokus der meisten liegt darin, diesen Sommer, will ich mein Sixpack und dann wird bis zur Vergasung Bauchmuskel trainiert. Spätestens nach 4, 5, 6 Wochen kommt der ernüchternde Blick in den Spiegel und siehe da, kein Sixpack, nix, null, jede, nada. Warum, Freunde, warum? Ganz einfach, es ist nicht möglich, dass man durch Bauchmuskelübungen gezielt am Bauch Fett abbaut. Das stimmt so nicht. Mit einer Bauchmuskelübung sorgt man dafür, dass der Bauchmuskel funktioniert. Wenn alles gut läuft, schafft man sogar, dass der Bauchmuskel hypertrophiert. Das heißt, der Bauchmuskel nimmt an Volumen zu. So, aber das nutzt natürlich alles nichts, wenn weiterhin die dicke Schicht Depotfett oben drüber liegt. Wenn ihr mal Menschen anguckt, wenn die jetzt natürlich keine große Rücksicht aufs Essverhalten nehmen, dann ist es meistens so, dass um den Bauch rum sich die größte Menge Depotfett ansammelt. Vor allem bei Männern. Bei Frauen ist es ein bisschen eine andere Partie, da ist ein bisschen der Po, der Oberschenkel, aber auch der Bauch zum Teil. So, jetzt, was muss ich tun? Klar, ihr könnt weiterhin Bauchmuskelübungen ausführen, ist ja auch gut so. Aber ihr müsst ja nicht eine halbe Stunde Bauch trainieren oder 20 Minuten jeden Tag, jeden Morgen nach dem Aufstehen 20 Minuten Bauchmuskel trainieren. Das macht relativ wenig Sinn, weil ihr könnt nicht örtlich Bauchfett verbrennen, das geht nicht. So, jetzt kommt das Wichtigste wieder, wie immer. So, am besten Krafttraining in Kombination mit Kraftausdauertraining, in Kombination auch mit Cardio-Intervalltraining. Jetzt kommt der eine und sagt, nein, wir brauchen kein Cardio, die Mischung macht es aus. Es gibt Menschen, die machen gern Cardio, sollen auch weiterhin Cardio machen. Es gibt Menschen, die machen gern Kraftsport, sollen auch weiterhin Kraftsport machen. Am besten ist, man mischt es beides. Man kombiniert es beides und dann erreicht man auch letztendlich, was die Fettverbrennung anbetrifft, sicherlich sein Teilziel. Noch wichtiger ist, was dazu kommt, nicht vergessen, Freunde, die Küche. Ja, jetzt kommt er wieder. Mr. T aus Karlsruhe erzählt euch wieder was zum Thema Küche. Freunde, zum zigmillionsten Mal. Die Woche hat 7 Tage. Wenn ihr gut seid, esst ihr am Tag 3 Mal. Ihr habt also 21 Mal die Möglichkeit, was richtig oder falsch zu machen im Thema Essverhalten. Versus 3 bis 4 Sporteinheiten, was ihr im Grunde genommen Zeit zur Verfügung habt. Die meisten haben nur 3 oder 4 Mal pro Woche Zeit für 60 bis 75 Minuten Sport. Somit ganz klar, Freunde, den höchsten Erfolgsfaktor habt ihr immer im Bereich der Küche. Immer. Wenn ihr dazu den Kraftsport gut kombiniert, eine gute Kombi macht, auf Kraftausdauertraining, aus Krafttraining, Cardio-Intervalltraining, dann erreicht ihr nach einer gewissen Zeit X tatsächlich irgendwann euer Sixpack. Aber ihr könnt garantiert mir glauben, ihr könnt trainieren, wie ihr wollt. Ihr könnt tun lassen, was ihr wollt im Bereich Bewegung. Ihr werdet nie ans Ziel kommen, wenn ihr nicht die Küche mit dem Bord nimmt. Deswegen, Freunde, abschließende Worte. Achtet darauf, dass wenn ihr ein Vorhaben habt, dass ihr euch Gedanken macht, was muss ich alles tun dafür. Und im Fall des Bauches ist es ganz klar, die Bauchübung alleine funktioniert nicht. Das war's schon, Freunde des Fitnesssportes und der alten Männergymnastik. Ich wünsche euch bei eurem Vorhaben
dieses Jahr endlich mal Sixpack freilegen. Gutes Gelingen. Hört auf mich, glaubt an mir, einen alten Hase, der weiß, um was es geht. Deswegen immer dem Motto, deine Fitness, dein Sixpack, meine Aufgabe.